Was geht? Freunde, ich grüße euch. Herzlich willkommen bei Fatmans Haus. Ihr seht, ich sitze hier an diesem Tisch vor diesem Fenster und ihr wisst, was das bedeutet. Das bedeutet, dass es heute wieder ein bisschen technischer wird. Ich hoffe, das ist kein Problem für euch. Nächste Woche kommt dann wieder ein lustiges Video. Aber warum möchte ich heute wieder was Technisches machen? Und zwar aus dem einfachen Grund, dass mir wahnsinnig viele Leute auf Instagram schreiben und Fragen haben. Fragen wie, welche Kamera soll ich mir kaufen? Welche Speicherkarte empfiehlst du? Welches Handy empfiehlst du? Und so weiter und so fort. Das wird alles ein bisschen viel momentan. Ich kann nicht auf alles antworten. Es ist aber nicht so, dass mich das stört. Ganz im Gegenteil. Ich finde das richtig cool, dass ihr mir da so viel schreibt, dass ihr da so viel Interesse habt. Nichtsdestotrotz kann ich nicht alles beantworten und darum möchte ich jetzt dieses Video machen, mit ein paar Sachen aufräumen und hoffe, dass ich euch so all eure Fragen beantworten kann. Legen wir los. So, zuerst habe ich gedacht, ich werde einfach mal alle Fragen beantworten, die ihr mir so schreibt, aber ich habe gedacht, es wäre vielleicht besser, wenn ich euch einfach zeige, was ich benutze und warum ich das benutze. Vielleicht auch anhand von ein paar Beispielvideos, wo ihr das Ganze dann im Einsatz seht. Und dann könnt ihr selber eine Entscheidung treffen. Braucht ihr das? Wollt ihr das? Wollt ihr vielleicht die Kamera? Wollt ihr jene Kamera? Und so weiter und so fort. So habe ich mir das gedacht und ich würde sagen, wir legen gleich mal los mit meiner Hauptfotokamera, weil das ist eigentlich so das Wichtigste hier und auch das teuerste hier. Das ist diese hier. Das ist eine Nikon D750 Vollformatkamera. Kommen wir gleich zum ersten Punkt. Warum benutze ich Nikon? Canon ist doch besser. Sony ist doch besser. Nein, ist es nicht. Das ist gleich mal der erste Punkt und das ist der wichtigste Punkt überhaupt. Das Foto macht nicht die Kamera. Das Foto macht der Fotograf. Und selbst wenn man der Technik etwas zusprechen möchte und sagen möchte, das Foto ist so geil geworden, weil die Technik so gut ist, dann war es das Objektiv und nicht die Kamera. So, warum fotografiere ich jetzt mit Nikon? Das hat einen ganz einfachen, simplen Grund. Und zwar habe ich damals gesagt, ich möchte eine Kamera. Ich hatte 500 Euro Budget. Ich bin in einen Elektrofachhandel gefahren, bin in die Fotoabteilung gegangen und habe mir die Kameras angeschaut. Ich habe geschaut, welche Kamera kosten bis 500 Euro. Habe sie in die Hand genommen, habe ein paar Fotos geschossen und Nikon hat mir einfach zugesagt. Das hat sich in der Hand gut angefühlt. Die Knöpfe waren schon erreichbar. Es hat für mich alles Sinn gemacht, wo Menü etc. ist. Und dann habe ich die Kamera genommen. Das war eine Nikon D5100 mit Kit-Objektiv. Und ich bin halt dabei geblieben, weil ich keine Probleme damit hatte. Mir ist keine Nikon kaputt gegangen, es war keine Nikon unzuverlässig, sie ist nicht mitten im Einsatz draufgegangen oder sonst irgendwas und deshalb bin ich halt dabei geblieben. Das ist eine Vollformatkamera. Warum habe ich eine Vollformatkamera? Viele sagen ja immer, du brauchst keine Vollformatkamera und die Leute haben recht. Du brauchst keine Vollformatkamera. Es ist aber so, dass ich beruflich viel Hochzeiten fotografiere und bei Hochzeiten ist es gerade in der Kirche, ist es manchmal dunkel. Gerade an bewölkten Tagen hat man sehr wenig Licht. Ich blitze nicht bei Hochzeiten, weil ich das Blitzlicht wahnsinnig störend finde. Deshalb brauche ich eine Kamera, die sehr viel Licht aufnehmen kann und eine Vollformatkamera. Das, was Vollformat ist, das blende ich euch jetzt vielleicht hier mal kurz ein. Das hier zum Beispiel ist eine APS-C Kamera. Das ist eigentlich so das, was die meisten haben werden. Das hier ist aber eine Vollformatkamera. Vollformatkameras ist der Sensor größer. Das bedeutet, wenn der Sensor größer ist, dann kommt natürlich auch mehr Licht auf diesen Sensor und ich kann auch bei dunkleren Umgebungen noch gute Fotos machen. Jetzt kommen wir aber zu dem springenden Punkt. Das habe ich für mich entschieden, dass ich das haben möchte. Ich möchte eine Vollformatkamera für die Kirche. Brauchen tut sie keiner. Und das ist ganz wichtig. Wenn ihr heute irgendwo reinschreibt, hey, welche Kamera soll ich mir kaufen? Kauft ihr irgendeine. Es ist wirklich völlig egal, welche Kamera du dir kaufst. Nimm sie in die Hand, sag, die fühlt sich gut an, da komme ich an alle Knöpfe dran, die hat ein schönes Gewicht und dann nimm sie. Wenn du dich mit der Fotografie beschäftigst, wirst du irgendwann merken, was du brauchst. Bis dahin kannst du wirklich jede Kamera hernehmen. Das ist eine Nikon D7200 APS-C Kamera. APS-C ist eben der kleinere Bildsensor. Das bedeutet allerdings auch, dass die Kamera kleiner ist und wir haben einen Crop-Faktor. Ich habe jetzt hier ein 200mm Objektiv drauf. Auf einem APS-C Sensor ist es ein 300mm Objektiv. Auf der Vollformatkamera wäre es ein 200mm Objektiv. Über Crop-Faktor, APS-C und Vollformat möchte ich gar nicht so viel verlieren, weil Leute, ganz ehrlich, wenn ihr nicht professionell damit arbeitet, dann denkt über Vollformat gar nicht nach. Und selbst wenn ihr professionell damit arbeitet, heißt es nicht, dass ihr eine Vollformatkamera braucht. Wie gesagt, sie sind teurer, sie sind größer, sie sind schwerer. Diese APS-C-Kamera, das ist meine Backup-Kamera. Das heißt, wenn ich eine Hochzeit fotografiere, dann möchte ich eine zweite Kamera dabei haben. Stellt euch mal vor, ich fotografiere eine Hochzeit und bei der Hälfte geht mir die Kamera kaputt. Unvorstellbar. Und wenn mir jetzt irgendeiner in die Kommentare schreibt, du könntest ja mit dem Handy fotografieren. Bruder, da muss ich aber sowas von los. Genau, dann meine nächste Kamera, die filmt mich jetzt gerade. Das ist die Sony A6300. Die kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil sie mich ja filmt. Vielleicht blende ich das hier irgendwie ein. Meine momentane Lieblingskamera, die ist klein, die ist leicht, die filmt 4K. Man kann damit vloggen. Sie ist schnell, sie hat einen schnellen
kein Autofokus. Mit der Kamera bin ich, gerade was Filmen angeht, wahnsinnig zufrieden. Ich filme alles mit dieser Kamera. Ich habe auch schon überlegt, mir die 6500er zu kaufen, aber ich bin so zufrieden mit der 6300, dass sich für mich einfach kein Mehrwert ergibt durch die 6500. So, dann kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsprodukt hier an diesem Tisch, und zwar den kleinen Boy hier. Das ist die DJI Mavic Air. Ich liebe sie. Ist eine Drohne, wie ihr wahrscheinlich sehen könnt. Sie ist so klein. Schaut an, wie klein die ist. Das Ding ist so klein wie meine Hand. Das ist der Wahnsinn. Ich krieg die in die Hosentasche, kein Witz. Also es ist echt genial. Klar, dann ist noch die Fernbedienung dabei, ein Ersatzakku. Aber da habe ich so eine kleine Tasche, die nimmt keinen Platz weg. Also die haust du dir in den Rucksack rein und wunderbar ist es. Hat hier vorne natürlich eine kleine Kamera mit Gimbal. Filmt in 4K. Absolut geile Bilder. Ich klappe sie mal auf, dass ihr sie mal in voller Größe sehen könnt, weil das Teil ist wirklich winzig. So sieht das dann aus. Also das ist nichts. Das ist so klein, dieses Teil. Und macht dafür so hammergeile Videos. Echter Wahnsinn. Der Akku hält natürlich nicht lange, aber das tut er bei keiner Drohne, ganz ehrlich. Und ob der jetzt 20 Minuten hält oder 23 Minuten, dafür ist sie dann aber so klein. Also finde ich absolut super. Ich werde euch hier auch mal ein paar Videos einblenden. Die hat nämlich unter anderem zum Beispiel auch Active Tracking. Das heißt, ich kann dann auf meinem Handy eine Person markieren, ein Auto markieren, ein Pferd, völlig egal. Und die Drohne folgt dem Ganzen. Das funktioniert tadellos. Gleichzeitig hat sie noch Sensoren vorne und hinten. Damit weicht sie dann Objekten auch noch aus. Wenn sie auf einen Baum zufliegt, fliegt sie um den Baum rum. Muss ich ganz ehrlich sagen, für das, was sie kann, wahnsinnig günstig. Also ich habe das Set gekauft mit einem Ersatzakku, mit der großen Tasche, Ersatzrotoren, neu für 1000 Euro. 1000 Euro hört sich jetzt vielleicht nicht wenig an, aber überlegt mal, das ist eine 4K-Kamera mit Gimbal, die durch die Luft fliegt und dich von alleine verfolgt. Ey, wie krass ist denn das? In welcher Zeit leben wir denn? Also echt, fasziniert mich total, dieses Ding. Ich liebe es. Ich kann es leider nicht so oft hernehmen, wie ich es gerne hernehmen würde, weil in Deutschland die Drohnengesetze einfach mehr als pingelig sind. Das nächste ist eine GoPro Hero 7 Black. Die habe ich auch zum Spaß. Mit der arbeite ich natürlich nicht professionell. Mit der mache ich Timelapse-Aufnahmen. Beim Radfahren habe ich die dran. Es ist halt eine Action-Cam. Also immer, wenn man irgendwas macht, wo ein bisschen Action drin vorkommt, Achterbahnfahren, solche Geschichten, da habe ich diese Kamera dabei und habe ich diese Kamera dran. Die Hero 7 Black hat ja eben diesen Hypersmooth, der das Bild stabilisiert, und das macht der wirklich unglaublich gut. Also schaut euch da gerne mal ein paar Reviews oder Tests an. Es ist wirklich der Wahnsinn, wie diese Kamera das Bild stabilisiert. Das nächste, was ich eigentlich immer dabei habe, ist dieses Mikrofon. Das ist ein Rode Richtmikrofon mit einer Deadcat. Wie das Mikrofon jetzt genau heißt, weiß ich gar nicht. Spielt allerdings auch gar keine so große Rolle. Es gibt zig Rode Richtmikrofone, die sind alle gut. Persönlich nutze ich eigentlich nur Ansteckmikrofone, aber wenn ich jetzt natürlich auf einer Veranstaltung bin oder auf einem Geburtstag oder weiß der Teufel wo und das sind 20 Leute, dann kann ich nicht 20 Leuten ein Ansteckmikrofon anhängen. Da habe ich dann eben mein Richtmikrofon und bin mit der Qualität absolut zufrieden. Das kann man direkt oben in den Blitzschuh der Sony reinschieben, anstecken, fertig. Kann man in jeden Blitzschuh reinschieben, nicht nur bei Sony. So, als nächstes habe ich hier einen Sunsniper Doppelgurt. Und zwar legt man sich den so über die Schultern und kann dann links und rechts eine Kamera festmachen. Schaut dann so ein bisschen aus wie so ein Pistolenholster. Ich habe einen doppelten und ich habe einen einzelnen. Das liegt natürlich daran, was ich damit vorhabe. Zwei Kameras habe ich eigentlich nur auf Hochzeiten dabei und da habe ich auch immer diesen Gurt dabei. Es ist ein Sunsniper. Diejenigen unter euch, die sich ein bisschen mit Fotografie beschäftigen, haben den Namen Sunsniper bestimmt schon mal gehört und wissen auch, die sind nicht billig. Aber es ist hier halt alles aus Metall. Die Verschlüsse sind aus Metall. Das Ganze ist gefedert, gepolstert. Das sind Dinge, da möchte ich nicht sparen. Ich hatte zu Beginn so ein Amazon Basic Teil, das war aus Plastik. Ich persönlich würde da keine 2.000-3.000 Euro Kamera dran hängen, muss ich ganz ehrlich sein. Da drin ist auch noch ein Draht vernäht. Das heißt, gerade wenn man jetzt im Urlaub ist und es kommt einer und möchte mit dem Seitenschneider, ist kein Witz, das kommt vor, da wird mit dem Seitenschneider der Gurt abgeschnitten, die Kamera mitgenommen und tschüss. Das geht hier eben nicht, ja. Da kann man nicht einfach mit dem Seitenschneider durchschneiden und das hat wirklich diesen Grund. Also das hat nichts mit Stabilität zu tun, sondern ist ein reiner Diebstahlschutz. Das nächste, wo man nicht sparen sollte, sind Stative. Das bedeutet, es gibt Stative, die sind einfach nur unsagbar lächerlich teuer und die braucht man auch nicht. Ja? Es gibt Carbon-Stative für 500, 600 Euro. Klar, sie sind leicht, sie sind stabil. Wer das Geld über hat, kauft sie euch. Ich persönlich brauche das nicht. Ich habe ein paar Stative, die kosten alle so um die 100 Euro und die sind alle absolut stabil. Ich hatte zu Beginn ein sehr günstiges Stativ, das habe ich damals in einem Elektrofachmarkt gekauft. Hat, glaube ich, so um die 30 Euro gekostet. Es war sehr wackelig, das Teil, das ist natürlich schon mal ein großer Nachteil. Aber mir geht es da hauptsächlich um die Sicherheit. Und zwar war das bei dem Stativ so, man macht ja unten an die Kamera die Stativplatte dran und diese Platte hängt man dann oben im Stativ ein. Bei meinem Stativ, das jetzt gerade filmt, das ist
ist ein Rollei, weiß ich jetzt aber nicht genau, wie das heißt. Ich werde euch das aber alles unten verlinken. Wird dann die Stativplatte oben festgeschraubt. Das ist bombenfest. Was passieren kann, ist, dass das Stativ umfällt, aber da muss wirklich einer dagegen rennen. Und bei meinem günstigen war es eben so, das ist so ein Schnellverschluss gewesen. Man hat die Kamera oben eingehängt und dann klick und dann war sie eben fest. Fest. Da konnte man schon noch dran rumwackeln. Und was mir dann eben im Urlaub passiert ist, ich wollte in der Nacht im Hotel, wollte ich den Pool fotografieren, eine Langzeitbelichtung, wo das Wasser dann schön glatt wird und die Lichter sich im Wasser spiegeln. Hab die Kamera eingehängt. Anscheinend hat bei dem Schnellverschluss irgendwas nicht funktioniert und mir ist die komplette Kamera runtergefallen. Der Kamera ist Gott sei Dank nichts passiert, außer ein kleiner Kratzer, aber das Objektiv war im Arsch. Das war ein noch verhältnismäßig günstiges Objektiv. Das hat, glaube ich, so um die 300 Euro gekostet. Das war Schrott komplett. Jetzt kriegt man für 100 Euro wirklich gute Stative. Ab 100 Euro aufwärts geht es los. Das Stativ hat 30 Euro gekostet. Das heißt, ich habe mir 70 Euro gespart und habe dafür ein 300 Euro Objektiv zerstört. Es hätte genauso gut die Kamera kaputt gehen können. Ja, und da muss man halt dann gegenrechnen, ob man jetzt 1000 Euro Kamera verlieren möchte oder 70 Euro beim Stativ drauflegt. So, dann haben wir das Teil hier noch. Das ist ein variabler ND-Filter. ND-Filter für die Leute, die es nicht kennen, ist so eine Art Sonnenbrille für das Objektiv. Ich sage ja immer, dass das Allerwichtigste beim Fotografieren und beim Filmen viel Licht ist. Aber es kann auch zu viel Licht sein. Gerade beim Filmen. Ich filme jetzt 4K mit 24 Bildern pro Sekunde bei einem 50stel Verschlusszeit. Ein 50stel hört sich nicht viel an, ist aber eigentlich schon sehr viel. Und bei Sonnenlicht könnte ich so gar nicht filmen. Da muss dann eben eine Sonnenbrille auf das Objektiv. Das gleiche gilt bei Langzeitbelichtungen. Ihr kennt das bestimmt, wenn ihr einen Wasserfall seht und das Wasser kommt da wie so ein Schleier runter. Es wurde langzeitbelichtet. 2-3 Sekunden lang wurde da das Foto gemacht. Oder wenn man ein Gewässer fotografiert und es ist komplett glatt, muss man stellenweise bis zu 20 Sekunden fotografieren. Da kommt natürlich in 20 Sekunden wahnsinnig viel Licht auf den Sensor und das Foto ist knallhart überbelichtet. Und dafür kann man dann eben einen ND-Filter verwenden. Ich habe hier jetzt einen variablen ND-Filter. Das heißt, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Jetzt ist er zu. Man könnte meine Hand nicht sehen. Und wenn ich ihn drehe, geht er auf. Und jetzt könnt ihr meine Hand sehen. Da kann ich quasi frei variabel einstellen, wie dunkel das Bild sein soll. Ich stelle dann die Kamera so ein, wie ich es brauche. Ich sage, ich muss dieses Gewässer 20 Sekunden lang fotografieren, um es glatt zu bekommen. Und dann baue ich diesen Filter drauf und drehe so lange, bis ich sage, aha, jetzt passt mir das. Variable ND-Filter haben Nachteile. Man bekommt eine leichte Vignettierung. Bei dem ND-Filter war es sogar so, dass hier innen drin irgendwo ein Fussel ist, den ich dann bei jedem Bild rausretuschieren musste. Es gibt die auch einzeln. Es gibt einen ND-Filter 2, 8, 16 und so weiter und so fort. Die kann man auch kombinieren. Wenn ich jetzt einen 8er draufschraube und der 8er ist nicht stark genug, kann ich noch einen 4er draufschrauben. Ich kann noch einen 2er draufschrauben. Es gibt auch so Glasplatten. Da gibt es eben so wie so einen Halter, den man vorne ans Objektiv drauf macht. Und dann kann man eben diese verschiedenen Filterplatten einschieben. Je nachdem, was man da möchte und was man braucht. Diese Glasplatten sind auf jeden Fall das Beste. Die brauchen aber natürlich auch Platz. Den ND-Filter habe ich auf jeden Fall fast immer dabei, vor allem wegen dem Filmen. Zu dem Thema ND-Filter gibt es aber unzählige Videos. Es gibt auch noch andere Filter. Es gibt einen Polfilter, es gibt verschiedene Farbstufenfilter, wenn ich den Himmel blauer haben möchte. Polfilter kann ich dann zum Beispiel, werden Spiegelungen aus Wasser und Scheiben raus reduziert. Das kennt ihr wahrscheinlich auch von polarisierenden Sonnenbrillen. Solche Sachen habe ich natürlich auch, aber die habe ich nicht immer dabei, weil ich es nicht brauche. Dann könnt ihr euch das wahrscheinlich besser vorstellen. Aber den ND-Filter, den habe ich fast immer dabei. Den habe ich meistens sogar vorne einfach draufgeschraubt. Ich kann euch das mal zeigen. Der ist für dieses Objektiv jetzt. Man geht einfach her, schraubt den vorne drauf und jetzt seht ihr schon, die Linse ist jetzt komplett schwarz. Und wenn ich den jetzt drehe, dass er aufgeht, jetzt könnt ihr quasi reinsehen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Seht ihr, wie er zugeht? Genau. Also stellt es euch einfach vor wie eine Sonnenbrille fürs Objektiv. Die Dinger sind nicht so teuer und eine Langzeitbelichtung ist einfach was Geiles. Und zu guter Letzt kommen wir jetzt zum neuesten Familienzuwachs. Und zwar ist das dieser Kollege hier. Das ist ein Siun Crane 2 DSLR Gimbal. Ein Riesenteil. Ihr seht schon, riesengroß, sehr schwer. Ich mache schnell mal eine Kamera drauf und dann könnt ihr sehen, was das Teil denn überhaupt macht. So sieht das Ganze jetzt im ausgeschalteten Zustand aus. Ich benutze dieses Gimbal nur mit der Kamera, die mich gerade filmt. Deswegen ist das Gimbal jetzt nicht so krass auf diese Kamera eingestellt. Die kippt noch über. Ich habe es jetzt nur so einigermaßen ausbalanciert. Das reicht, um es euch zu zeigen. Und zwar machen wir das Gimbal jetzt mal an. Und ihr seht gleich. Zack. Und jetzt kann man eben filmen und die Kamera bleibt immer gerade. Kann auch hier so rüber drehen. Man kann auch verschiedene Modi, wie jetzt hier zum Beispiel den Lock-Modus. Jetzt kann ich den Griff auch drehen, aber die Kamera schaut immer in die gleiche Richtung. Da kann man eben so richtig coole Kameraschwenks machen. Sie hat auch einen Selfie-Modus. Da könnte man jetzt zum Beispiel vloggen. Mir zu schwer, ganz ehrlich, das Teil. Also die Kamera ist schon nicht leicht.
mit dem Gimbal hat das ganze Spiel richtig Gewicht. Was man natürlich auch machen kann, sind Timelapse-Aufnahmen. Genauso wie mit dem kleinen Gimbal kann ich vorher bestimmte Positionen festlegen und Zeiten festlegen. Und das Gimbal bewegt die Kamera dann quasi. Habe ich ja früher mit der GoPro gemacht, jetzt mache ich es mit der Sony. Das sieht natürlich schon nochmal ein bisschen besser aus. Und man kann es hier am Joystick am Rande bemerkt dann auch bewegen, die Kamera. Da kann man halt einfach schöne Kameraschwenks machen. Hier zum Beispiel so nach links und rechts. Kann man auch langsam machen. Ist halt ein bisschen Gefühlssache, muss man ein bisschen üben, das Ganze. Genau, ich nehme es halt hauptsächlich her für so Kameraschwenks oder für so Fahrten, natürlich für Timelapse-Aufnahmen. Ist ein richtig cooles Teil, gefällt mir sehr gut. Ich warte noch auf den richtigen Moment, wo das mal zum Einsatz kommt. Wird auf jeden Fall demnächst sein. Genau, und das war's eigentlich. Bilder bearbeite ich natürlich mit Lightroom und Photoshop, so wie jeder andere wahrscheinlich auch. Zum Arbeiten benutze ich Apple-Produkte. Ja, fresst mich bitte nicht auf. Ich habe ein MacBook Pro und ein iMac. Sie sind einfach, was Bildbearbeitung und Videobearbeitung angeht, wahnsinnig schnell. Sie sind sicher, sie sind zuverlässig. Ich habe meine Time Machine, die ich wahnsinnig schätze. Ich möchte nicht mehr drauf verzichten, zumindest was das Arbeiten angeht. In meinen Spielen und so brauchen wir da nicht reden. Das Bruder, da muss ich aber sowas von los. Meine Videos bearbeite ich mit Final Cut Pro X. Das Programm gibt es nur für Apple, deswegen ist es naheliegend. Ja, und ansonsten kann ich euch jetzt eigentlich zu dem, was ich benutze, nichts mehr erzählen. Mei, klar, ich habe noch diverse Kamerataschen, große, kleine, je nachdem, wie viel das ich mitnehmen muss. Ich habe immer viel zu viel dabei, das ist was, das nervt mich immer sehr. Ich habe zum Beispiel das Gimbal dabei, dann nehme ich es nicht her. Das Ding hat Gewicht, es braucht Platz. Ich habe die Drohne dabei, dann nehme ich sie nicht her. Ich arbeite da an mir, weniger mitzunehmen. Was ich eigentlich fast immer dabei habe, ist eben diese Sony A6300, weil sie ist klein und wenn ich auf die Schnelle was filmen möchte, klar könnte man auch mit dem Handy filmen, aber so, das war alles. Mehr kann ich euch zu dem Zeug, das ich benutze, nicht sagen. Ich werde euch eben alles unten verlinken, dann könnt ihr euch die Produkte näher anschauen, wenn euch da irgendwas interessiert. Generell würde ich immer sagen, Leute, schaut euch, bevor ihr irgendwas kauft, Testvideos an. Würde ich jedem empfehlen, mach auch ich. Ich habe mittlerweile wirklich Ahnung von der Materie, ich kenne mich mit den Produkten aus und trotzdem schaue ich mir Testvideos an. Wenn ihr Fragen zu irgendeinem dieser Produkte habt und dazu kein Testvideo findet, dann könnt ihr mir gerne bei Instagram schreiben. Ich werde euch auf jeden Fall antworten. Und ansonsten, ja, es war wieder ein technisches Video. Ich versuche, den Kanal immer mehr in Richtung Comedy zu kriegen, einfach allein aus dem Grund, dass mir halt die Leute, die mir bei TikTok folgen, folgen mir halt aufgrund von Comedy und ich möchte die Leute natürlich auch einigermaßen zu YouTube rüberkriegen. Bisher war es aber so, dass ich einfach bei Instagram so viele Fragen bekommen habe, die ich beantworten wollte. Ihr könnt natürlich auch weiter fragen, wenn euch irgendwas interessiert. Ich habe damit echt kein Problem. Ganz im Gegenteil, mich freut es, dass ihr da so aktiv seid. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Schaut bei TikTok vorbei, schaut bei Instagram vorbei. Sollte euch das Video gefallen haben oder vielleicht ein bisschen weitergeholfen oder inspiriert haben, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Haut rein!